400 Abonnenten geknackt gestern Abend. Yeah, du. Wir alle. Nur du. Alle die. Du allein hast es geschafft. Du. Ja, der Kante hat es geschafft, das stimmt. Aber natürlich nur mit der Hilfe aller anderen, aller Beteiligten, aller, die mich dabei unterstützen und so mich weiterempfehlen. Hey, cool, ich nehme die Capitol S. Die ist gut. Einmal. Habe ich jetzt nicht gekauft? Ich habe doch kaufen gedrückt. Oh, jetzt ist mein. Warte mal, ich muss mal kurz so. Was? Jetzt müsste das wieder funktionieren. Quatsch. Hä? Bin ich jetzt doof, oder? Ach so. Ja. Ja, ist halt so. Ist halt so. Es ist halt, wenn man immer nur einen kauft, dann geht natürlich danach das Kauffenster zu. Ey, das ist hier Sternenschanze. Ha, geil. Hier müsste das Hotel sein eigentlich. Und hier geht's rüber zu den Messehallen. Ja gut, alles klar. Josef, meine Busse fahren im Moment. Ich weiß nicht, wie es bei dir so läuft. Ja, wie Sau. Ich habe keine Ahnung, ich muss gleich mal gucken. Ich bin die ganze Zeit am U-Bahn bauen. Noch nicht mal Geld, oder was? Was? Dienstag ist immer noch kein Geld. Ich habe immer noch kein Geld, ne? Skandalös. Ich brauche sogar drei Fahrzeuge. Da muss ich mindestens nur eine Reserve haben. Hier war die Anzahl, deswegen. Ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Der Kante ist halt so. Also, es ist halt so. Mit dem Kante. Und so. Ja, jetzt nochmal hier Thema Abonnenten. Dafür natürlich erstmal herzlichen Dank. Vieles gehört auch hier mit dazu. Ich habe schon gesehen, von letzte Woche, was ich alleine gemacht habe, das Hamburger, die Hamburger Aufnahme hat 67 Aufrufe bis jetzt. Und das ist natürlich schon eine gigantische Geschichte für mich. Und ja, natürlich, ich kann mich natürlich noch tausendmal bedanken, aber das hilft dem Ganzen ja nicht weiter. Jetzt ist natürlich die Überlegung, was machen wir als Special? Weil ich habe bei 300 Abonnenten habe ich kein Special gemacht, auch bei 250 glaube ich nicht. Das letzte Mal habe ich bei 200 Abonnenten habe ich das letzte Mal ein Special gemacht. Jetzt haben wir das Doppelte von Herbst bis Frühjahr sozusagen. Und jetzt können wir natürlich mal wieder ein Special machen. Dazu ist natürlich die Frage,